Jetzt geht's an die Spargelernte. Ich erkläre dir, wie man die Folie auf- und wieder zudeckt, wie eine Spargelpflanze aufgebaut ist und worauf du beim Spargelstechen achten musst. Wusstest du, dass Spargelstangen zwar viel Wärme brauchen, um zu wachsen, aber lila werden, wenn sie ans Sonnenlicht kommen? Deshalb wird Spargel im sogenannten Damm angebaut und mit Folie abgedeckt. Es ist wichtig, dass du die Folie vor dem Stechen ordentlich zur Seite legst, um sie nicht zu beschädigen, und du den Damm danach schnell und ordentlich wieder abdecken kannst. Das hier ist ein offener Damm mit einer Spargelpflanze. Wie du siehst, hat sie mehrere Triebe und lange Versorgungswurzeln, mit denen sie die Nährstoffe zur Spargelstange bringt. Aber warum erzähle ich dir das? Es ist ganz wichtig, dass du nur die ausreichend großen Stangen abschneidest und trotzdem nicht zu tief stichst. Denn damit würdest du die Pflanze töten und jahrelange Arbeit zunichte machen. Wie du reife Stangen findest und richtig erntest, zeige ich dir jetzt. Wenn du den Damm aufdeckst, wird dir sofort auffallen, dass dieser an manchen Stellen Risse hat. Darunter verbergen sich reife Spargelstangen, die du ernten kannst. Jetzt stellst du dich mit gespreizten Beinen neben den Damm, beugst dich mit geradem Rücken über die Stelle und schaufelst mit der linken Hand seitlich die Stange frei. Dabei achtest du natürlich darauf, dass die Erde auf dem Damm bleibt, damit du das Loch nach dem Stechen schnell und ordentlich wieder zumachen kannst. Wenn du ausreichend tief gebuddelt hast, also ca. eine Handbreit, setzt du das Stechmesser an und führst es dazu parallel zur Stange in das Loch ein. Die Markierung an deinem Stechmesser hilft dir dabei, die optimale Tiefe zu finden. Dann winkelst du das Messer an. Der Griff des Messers ist dabei etwa 3 Finger breit von der Stangenspitze entfernt. Wenn du dir sicher bist, stichst du ein oder bei dicken Stangen maximal 2-mal gezielt zu. Es ist wichtig, dass du wirklich nicht häufiger zustichst, damit du nachwachsende Stangen nicht beschädigst. Danach hebelst du die Stange mit dem Messer nach oben und nimmst sie vorsichtig heraus. Aber Vorsicht! Ziehe nicht an der Stange, bevor du sie nicht herausgehebelt hast. Dabei kannst du die Stange oder die Pflanze nämlich beschädigen oder zerstören. Wenn du die Stange herausgenommen hast, streichst du das Loch ordentlich zu. Nimm zum Glattziehen die Kelle zu Hilfe, damit es dir beim nächsten Mal wieder genauso leicht fällt, eine reife Stange zu finden. Beim Zustreichen solltest du darauf achten, dass die Dammform erhalten bleibt. Erst dann legst du die Stange in den Korb oder die Kiste. Nach diesem Verfahren stichst du jetzt jede Spargelstange. Wenn du alle reifen Stangen im aufgedeckten Bereich geerntet hast, deckst du den Damm wieder ordentlich zu und deckst den nächsten Abschnitt auf. Wenn du mit der Spinne arbeitest, entfällt dieser Schritt natürlich und du kannst dich voll auf die Ernte konzentrieren. Trotzdem solltest du dich regelmäßig vergewissern, dass die Spinne den Damm ordentlich auf- und wieder zudeckt. Wenn der Damm nicht richtig zugedeckt wird, kann der Wind ganze Dämme abdecken und dafür sorgen, dass ein Teil der Ernte verworfen werden muss. Spargelstechen ist also reine Übungssache. Erstens, decke den Damm ordentlich auf. Zweitens, finde die reifen Stangen anhand der Risse. Drittens, grabe sie etwas aus und richte das Stechmesser mit Hilfe der Markierung aus. Viertens, stich nach dem Anwinkeln ein- oder maximal 2-mal zu. Fünftens, hebel die Stange nach oben und nimm sie aus der Erde. Sechstens, streiche das Loch zu und glätte es mit der Kelle. Siebtens, lege die Stange in den Korb und decke den Damm ordentlich ab, wenn du alle reifen Stangen geerntet hast. Wie du den Spargel sortierst und lagerst, zeige ich dir im nächsten Video.